Und das üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Zum Zweiten möchte ich mich Emmy anschließen. Es gibt einen Haufen Menschen, die heute gerne hier sein würden, aber es nicht können. Wir haben gegenwärtig in Deutschland etwas mehr als 15.000 Menschen, die nur wegen Cannabis-Delikten einsitzen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jeder dieser 15.000 heute lieber hier wäre, um für eine humane Drogenpolitik, für eine menschenwürdige Handpolitik zu streiten und seine Stimme zu erheben. Es ist deshalb unsere Aufgabe, für diese 15.000 Menschen mit laut zu sein. Und dann habe ich noch zwei Sachen, ich möchte noch jemanden ärgern. Zum einen laufen hier Leute rum, auf deren Brust steht Kack. Das sind die Jungs, die geholfen haben, dieses Auto durch Deutschland fahren zu lassen. Wenn ihr also vorbeikommt, nicht gleich küssen, aber mal freundlich auf die Schulter ticken oder so. Das sind die Helfer, die die Cannabiskultur möglich gemacht haben, die es möglich gemacht haben, neben den vielen Spendern, dass ich in den letzten 14 Wochen die gesamte Bundesrepublik bereisen konnte, um überall zu verkünden, dass es an der Zeit ist, das Handverbot ein für alle Mal zu beerdigen. Und als Zweites wundert ihr euch sicherlich, warum ist der Bekloppte bei den Temperaturen mit dem Pullover unterwegs? Der soll mich daran erinnern, dass jeder einen Beitrag zur Legalisierung leisten kann. Denn dieser Pullover ist von Dag Mutti gestaltet, die auch das Leid transparent gemacht hat, obwohl sie gerade die Folgen einer Chemotherapie ausbadet. Wenn ihr sie also seht, dann knuddelt die mal ganz fest. Die hat jede Liebe nötig, die ihr ihr geben könnt. Und mit Liebe geht es jetzt auch weiter. Und zwar mit lieben Menschen, und zwar einer Frau, die bei den Piraten aktiv ist und dafür gesorgt hat, dass die Piraten in Berlin ein fortschrittliches, ein zukunftssicheres, ein liberales suchtpolitisches Programm gekriegt haben. Eine gute Freundin, Heide Hagen von der Berliner Piratenpartei. Bitte einen dicken Applaus für Heide. Danke. Ich probiere es mal mit dem Freisprechen, mal sehen, ob es klappt. Ich habe zwei Söhne, so um die 20. Die kamen mal, als sie noch klein waren, von der Schule nach Hause, montags, total frustriert und meinten, sie hätten jetzt eine furchtbar langweilige Woche vor sich, weil sie hätten jetzt Projektwoche und da ging es um Kinderrechte. Und ich habe gesagt, wieso Kinderrechte langweilig? Wieso ist es langweilig? Naja, es ist halt langweilig, weil da steckt ja nichts dahinter. Und dann sage ich, geht es denn auch um Kinderpflichten? Nö, Kinderpflichten hätten sie noch nie gehört. Dann habe ich gesagt, naja, es ist ja immer so, wenn man ein Recht hat, dann hat man auch eine Pflicht. Das gehört zusammen und ohne Pflicht ist das Recht nichts wert. Wie ich das denn meinen würde? Ja, ich sage, ihr habt also ein Recht auf Bildung, aber ihr habt auch die Schulpflicht. Und dann meinten die, sei aber sehr ungleich verteilt. Weil die Schulpflicht würden sie jeden Morgen erleiden müssen, aber vom Recht auf Bildung würden sie in der Schule nicht viel merken, weil das, was sie da an Bildung bekommen, das würde die Schulpflicht nicht aufwiegen. Dann ging es eine Weile hin und her und dann haben wir dann beschlossen, dass wir das etwas gleicher verteilen. Ich habe mich also verpflichtet, ihnen ohne Nachfrage bei jedem Mal, wenn sie nicht in die Schule wollten, eine Entschuldigung zu schreiben. Der eine hat es ungefähr 30 Mal in Anspruch genommen in den nächsten zwei Jahren seiner Schulpflicht und der andere dreimal. Ich habe also daraus gelernt, dass, wenn man jemand Verantwortung überträgt, er sich auch verantwortlich zeigt. Und wir stehen jetzt hier und fordern für uns das Recht auf Genuss von Cannabis, ohne dafür kriminalisiert zu werden. Wir fordern die freie Wahl, mit welche Substanzen wir konsumieren möchten und welche nicht. Und wir sind in Vorleistung gegangen, denn wir verhalten uns verantwortungsbewusst. Wenn man sich die Zahlen anschaut, 110.000 Tote im Jahr, die an den Folgen von Nikotinsucht sterben, 70.000
10.000 Tote pro Jahr, die an den Folgen von Alkoholmissbrauch sterben. Und 1.000 Tote, die an den Folgen von illegalen Substanzen sterben. Und da kann mir keiner sagen, das liegt nur daran, dass illegale Substanzen verboten sind, weil da muss man sich nur die Zahlen vom Schwarzmarkt angucken. Jeder kann jede Substanz konsumieren, die er möchte, unter erheblichen Gefahren, aber er kann. Das heißt, wir verhalten uns verantwortungsbewusst und wir fordern daher unser Recht ein, zu konsumieren, was wir möchten. Und wenn man sich mal überlegt, die 3 Milliarden Euro, die wir aus der Besteuerung von Cannabis generieren könnten, was könnte man damit für Präventionsarbeit machen? Kampagnen gegen Alkoholmissbrauch, Kampagnen gegen Nikotinmissbrauch und möglicherweise auch noch eine Kampagne gegen den Mythos, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist. Cannabis ist eine Einstiegsdroge, aber in die Nikotinsucht, verdammt. Und nicht in die Heroinsucht. Das ist alles Blödsinn. Oh. Ich habe letztens eine herrliche Broschüre gefunden. Und zwar vom Deutschen Brauerbund e.V. Da wollte ich euch gerne etwas draus vorlesen. Hier steht nämlich: Nicht die Tatsache einer leichten Verfügbarkeit führt zu missbräuchlichem Verhalten. Vielmehr geht es um die Einstellung zum Konsum in bestimmten Situationen. Zu Jugendlichen muss daher der intensive Kontakt gesucht werden und mit Aufklärung und Verständnis der Situation gearbeitet werden. Vielen Jugendlichen ist nicht bewusst, welche Gefahren sich aus übermäßigem Konsum ergeben. Sie haben deshalb auch kein klares Unrechtsbewusstsein. Ein Verbot und eine damit einhergehende Strafandrohung wirkt daher kaum abschreckend. Wenn also die deutschen Brauer schon so weit sind, zu wissen, dass Verbote nicht zielführend sind, können wir doch nur noch hoffen, dass auch die deutschen Politiker irgendwann mal auf die Idee kommen, dass das, was sie da tun, komplett kontraproduktiv ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Hanfparade und danach machen wir weiter mit der Weltrettung. Heide Hagen, aktiv bei den Berliner Piraten. Wie versprochen, habe ich gerade am Rande der Reden mit der Berliner Polizei nochmal darüber diskutiert, dass es eine absolute Schweinerei ist, wie sie mit den Patienten umgehen, die Cannabis aus medizinischen Gründen benutzen müssen, weil sie sonst nicht an dieser Demonstration teilnehmen können, wegen chronischer Schmerzen, Multiple Sklerose und einer Vielzahl anderer Erkrankungen. Und die Polizeileitung hatte die Frechheit, dann per mündlicher Verordnung das Betäubungsmittelgesetz mal eben auf den Straftatbestand des Konsums zu erweitern. Ja, wo leben wir denn? Machen jetzt Polizisten die Gesetze in diesem Land? Was ist denn das für eine Schweinerei? Auch wenn die Polizei es nicht wahrhaben will, es ist höchstrichterliche Rechtsprechung, es ist die Standardauslegung des deutschen Betäubungsmittelgesetzes und es ist nicht mal von den schlimmsten, konservativsten Politikern anders je behauptet worden. Aber der Konsum von Betäubungsmitteln ist in diesem Lande nun mal nicht strafbar. Und wenn Patienten nach jahrelangem Kampf eine Ausnahmegenehmigung von der Bundesopiumstelle haben, um Cannabisprodukte besitzen zu dürfen, dann kann gottverdammt die Berliner Polizei da aber auch überhaupt nichts gegen machen. Ich spüre, dass in meinem Herzen Dinge, die in Beleidigungstatbestände ausufern könnten, auftauchen. Deshalb gebe ich das Mikrofon jetzt lieber mal ganz schnell an den letzten Redner auf unserer Startkundgebung ab.